Guten Morgen, meine Damen und Herren. In Washington sind Proteste gegen den Wahlsieg des künftigen US-Präsidenten Biden eskaliert. Zahlreiche Trump-Anhänger stürmten am Abend das Kapitol, um die formelle Bestätigung des Ergebnisses der Präsidentenwahl zu verhindern. Bei den Tumulten kamen laut Polizei mindestens 4 Menschen ums Leben. Die genauen Umstände sind noch unklar. Sicherheitskräften gelang es erst nach Stunden, das Kapitol zu räumen. Für Washington wurde eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Kurz vor den Ausschreitungen am Kapitol hatte Präsident Trump seine Anhänger aufgerufen, gegen die Bestätigung des Wahlergebnisses zu protestieren. Inzwischen wird die Zertifizierung der Präsidentschaftswahl in beiden Kammern des Kongresses fortgesetzt. Einsprüche republikanischer Abgeordneter gegen die Wahlergebnisse in Arizona und Pennsylvania wurden mit breiter Mehrheit abgelehnt. Der gewählte Präsident Biden verurteilte die Vorfälle in Washington scharf. In einer Videobotschaft sprach er davon, dass die amerikanische Demokratie angegriffen werde wie nie zuvor in jüngster Zeit. Auch der republikanische Mehrheitsführer im Senat, McConnell, verurteilte die Vorfälle. Der deutsche Außenminister Maas sprach auf Twitter davon, dass Trump und seine Unterstützerinnen und Unterstützer die Wahlentscheidung akzeptieren sollten. Die Demokratie dürfe nicht länger mit Füßen getreten werden. Die US-Demokraten im Bundesstaat Georgia haben offenbar beide Stichwahlen für den Senat gewonnen und sich damit auch die Macht in der zweiten Kongresskammer gesichert. Nach Auszählung fast aller Stimmen setzte sich der Kandidat Ossoff Medienberichten zufolge gegen Amtsinhaber Perdue von den Republikanern durch. Der künftige US-Präsident Biden hat damit die Chance, Gesetzesvorhaben einfacher durchzusetzen, da sie nicht von den Republikanern blockiert werden können. Im Kampf gegen das Coronavirus wollen das Tübinger Unternehmen CureVac und der Chemiekonzern Bayer Medienberichten zufolge zusammenarbeiten. CureVac führt derzeit letzte klinische Studien durch und könnte im Frühjahr die Zulassung seines Impfstoffes beantragen. Die Kooperation mit Bayer solle dabei helfen, das Mittel möglichst schnell produzieren und vermarkten zu können, hieß es. Die Kritik aus der SPD an der Beschaffung von Impfstoffen für Deutschland reißt nicht ab. Bundesvize Kühnert warf Gesundheitsminister Spahn in mehreren Zeitungen erneut vor, die Impfstoffe zu zögerlich bestellt zu haben. Spahn hatte sich bereits gestern gegen ähnliche Vorwürfe gewehrt. Es sei nicht zu wenig Impfstoff bestellt worden, sondern derzeit nicht genug lieferbar. Derweil bleibt die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland auf hohem Niveau. Dem Robert-Koch-Institut wurden binnen eines Tages 26.391 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Dazu wurden 1070 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert.